Sogar. Hi, alle zusammen. Das ist die dritte Aufnahme der siebten Session. Wir sind im Abbasidenreich. Schweiger und ich kämpfen gegeneinander. Ja, genau, wir sind im Krieg miteinander. Ja, wir sind im Krieg miteinander. Das mag seltsam klingen, aber wir sind im Krieg miteinander, weil mein blöder Emir irgendeinem anderen blöden Emir in Nein, der Revolte nein. gegen den. Was er gefolgt ist, gegen den Kalifen Gegen den gefolgt. Kalifen gefolgt ist, und zwar dem Emir von Oman, würde ich mal sagen. Ja. Rashid der Grausame. Das ist der Emir des Ast-Oman-Emirats, ja. Rashid der Grausame. Ich bin echt gespannt. Es kann sein, dass ihr bald unabhängig vom Abbasidenreich seid. Das könnte durchaus passieren, ja. Also wenn die Abbasiden jetzt nicht wirklich was dagegen tun, und es schaut irgendwie nicht so aus, ich meine 18, Der rennt 16 gerade der Feind durch mein Land. Ja, Ishkan Ashot hat 2000 Truppen durch mein Land rennen. Aber Gott sei Dank belagert er woanders. Nämlich das neu eroberte Absaran wird belagert. Dieser Krieg wird sehr bald beendet sein, befürchte ich. Weiß eigentlich jetzt nicht so genau, was ich tun soll. Ich könnte natürlich Truppen ausheben und mithelfen beim Erobern unserer das? Nachbarregionen. Was? Oh! Sultan Usahim ist gestorben. Das ist wesentlich, aber er war schon 16. Der Fette? Ja. Sein Sohn Sultan Ahmad ist nachgefolgt. Der ist auch fett. Zumindest laut Bild. Und der hat auch schon ein paar Söhne. Der ist ein guter Krieger. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ein respected Commander. Formidable Fighter. Brilliant Strategist. Und schon was an. Uncrowned. Allerdings. Ich frage mich gerade, wie er sich crownen kann. Oh. Ja, der breitet sich weiter nach Westen in Afrika aus, so wie es ausschaut. Zumindest hat er wieder einen Krieger gehabt. Und er hat Na super. Ich weiß gar nicht, ob ich dich jetzt noch nach Al-Kufa schicken will. Ich bin eh nicht wirklich gute Beziehungen zu meinem Emir, weil ich sehe da gerade, da kommen schon ein paar Truppen daher, die schauen ein bisschen mehr aus jetzt. Ja, diesen Eroberungskrieg verlieren wird. Die Christen im Norden sind allmählich eine echte Bedrohung. Ja, nicht nur die Christen im Norden sind eine Bedrohung für euch, auch die Rebellen im Süden. Habe ich mal sagen lassen. Das sind auch ziemliche Schwammerl. Das ist der Hort der apostolischen Christenheit. Was? Der Hort der apostolischen Christenheit, gegen den führen wir gerade Krieg und reißen ab. Also wir ist mein Emir. Mit seiner Untertanen. So, meinem letzten Sohn werde ich jetzt auch noch einen Guardian geben. Oh, Tabriz wird belagert. Ja, diesen Krieg verlieren wir. Und ich hoffe, dass der Krieg über Urmia hinwegzieht. Allerdings ist jetzt der beste Zeitpunkt. Ich darf jetzt fürchte ich nicht rebellieren gegen meinen Emir, weil wir gemeinsam im Krieg sind. Aber wenn dieser Krieg endet, ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, dass ich rebelliere. Schon. Hast du denn einen Claim auf das Emirat? Kann man das? Nein, aber ich versuche den gerade zu fabrizieren. Ah, siehst genau, das könnte ich eigentlich auch einmal machen. Hey! Ich habe erneut einen Zug bekommen. Wenn ich nämlich das Emirat kriege, dann könnte ich dir vielleicht doch auch mal ein Land zukommen lassen. Tu dein Bestes, mein Brüderchen. Fabricate Claim.
Ich kann ihn nicht dorthin schicken. Kabbala sitzt der Wappler. Ich kann meinen Bruder nicht dorthin schicken, den Claim fabrikaten lassen. So, mein Sohn Puyman ist zynisch. Ich bin nicht sicher, ob ich das haben will. Ava gave birth to stillborn little daughter. Wer ist die Ava? Ich schätze mal die Schwiegertochter des Kalifen. Wenn man sich nachschaut. Will ich, dass mein Sohn zynisch wird? Das vermindert seinen monatlichen Pietätsgewinn. Er verbessert seine Intrige. Ja, er soll zynisch sein. Noch ein zweites Scheichchen geschlossen. Hm. Sonst könnte jede Kriegserklärung das Ende für mich bedeuten. Ich kann das, ich kann mir nicht, wie kann man das, das... Ist das vielleicht ein Plot? Wovon sprichst du gerade? Ich versuche, das Emirat quasi von meinem Emir zu schnappen. Ein Claim darauf zu legen, da gibt's ja, einen Plot dafür. Gegen das Emirat? Wie mache ich das? Geh mal die Plots alle durch. Bei mir war da einer dabei, wo ich einen Claim fabrizieren kann. Nur das Problem ist, dass keiner mitmacht und dass die Plotfrau bei mir zu gering ist. Ich kann nur Leute kidnappen. Und ich kann auch keinen Claim fabrizieren durch meinen Grand Vizier. Ja, das kann man glaube ich nicht. Hey, unser erster Erfolg. Wir haben in der Nachbarprovinz die Burg erobert. Also, ich sage wir, damit meine ich unsere Rebellion. Ja, ich gehöre sicher nicht dazu. Ich bin angefressen, dass ihr unabhängig werdet, offensichtlich. Hey, wir haben den Prozent. Irgendjemand ist gestorben. Irgendjemand nein, ist wichtiger. Nein, Frau! Eine von deinen Frauen ist das? Nein, nicht eine von meinen Frauen. Eine von deinen Ex-Frauen? Ja, meine Frau und mein Steward. Nein, sie war nicht Steward, aber sie hat mir unheimlich gutes Stewardship gegeben. Nein, sie hatte 21 Stage Stewardship und die Hälfte davon kriege ich ja dazu, damit ich mir mit den Main Science jetzt wieder meine potenzielle gefallen. Ja, die war so gut. Ja, wir haben gerade den Krieg um Shirvan verloren. Der ist offiziell beendet. Wir haben diese Eroberung ist gescheitert. Und jetzt wäre der Zeitpunkt, meinen Inner anzugreifen. Arbitrariness just cost me several gold coins. Echt jetzt? So. Nein! Wir werden angegriffen. Verdammter Kalif, zieh deine Truppen zurück. Hat der Kalif tatsächlich Truppen? Ja. Wir kämpfen da gegen eine Armee von ihm. Interessant finde ich. Ah ja, tatsächlich. Der Kalif gewinnt sogar. Scheint wirklich zu gewinnen, das ist ärgerlich. Obwohl es weniger Truppen sind. Ja.
So, zwei weitere Claims. Ich könnte von unserem Kalifen was fordern. Wo ist Jebal? Ich muss wieder heiraten, damit sich mein Prestige erhöht. Meine Frauen sterben wie die Fliegen. Conquest of Basra? Oh, das ist schon sehr cool alles. Aber es ist sehr gewagt, wenn ich das jetzt verlange. Hafez asks if a tree falls in the wood and there is nobody there to hear it, does it make a noise? Good question, you should ponder it on your own. Da kriegt er Shy. Ah. Ah, Mist. Darf ich kurz Pause machen? Ja, sicher. Was ist das? Das interessiert mich mal nicht. Ich könnte ihm plus 1 Learning geben, aber dafür hat er die Chance, dass er Shy wird. Oder you should concentrate on something useful instead. Sehr gut. 70% Chance, dass er diligent wird und 20% arbitrary und 10%, dass er learning lost. Was ist diligent? Es ist plus 1 auf alles. Gründlich. Plus 1 auf alles. Arbitrary ist natürlich doof. Und fleißig eher. Ja, gute Frage, Hafez. Was machen wir mit dir? Ah, wir riskieren es, dass er Diligent kriegt. Diligent willst du eh haben. Ja, eh. Ich weiß, er hat es auch gekriegt. Sehr gut. So, was ist das zweite, was das ist? Shaikh Diftat of Fight has usurped the title Shaikh them of Al-Jawf from Ubaid Allah ibn Tahir. Mein Sohn hat einen Titel gekriegt. Das ist allerdings. Und zwar das Scheikdam Al-Jawf. Da drüben. Das liegt in der Wüste. Cool. In der jordanischen Wüste. Mit du hast nichts. Direkt. Ich hab nichts. Direkt gekriegt. Hast du ein weiteres Scheichtum bekommen. Ich hab durch meine Heiratspolitik ist das passiert. Ich habe ihn nämlich darüber verheiratet. Echt wahr, da dürfte der ganze Familienzweig ausgestorben sein. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, mein Sohn, das hast du gut gemacht. Nur weiter so. Ich weiß ja nicht, ob wir irgendwas mit dieser Wüste machen können, aber sie hat auch Einkommen, also so gesehen. Base Tax von 4,2. Der hat aber noch, der ehemalige Scheich von dort, dort hat noch ein Kind und auch ein paar Geschwister, aber die sind alle in Hiding. Ja, das ist ja cool. Ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist, aber an dem geschenkten Gaul. Ja. So, ich hätte jetzt die Möglichkeit, und frage ich dich jetzt, ob ich das machen soll. Ich meine, unser Krieg schaut, ja, ich weiß nicht, so gut schaut er auch wieder nicht aus. Also so gesehen, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das machen will. Ich meine, wir haben da überall ein paar Truppen, aber wirklich viele haben wir eigentlich nicht. 1800. Wir haben da jetzt gerade eine Schlacht verloren. Könntest du ich sagen statt wir? Achso, Entschuldigung, mit wir meine ich eigentlich meinen Emir und seinen Verbündeten, ja. Nicht dich. Okay, also. Ich werde jetzt deswegen, dass ich seiner Frau meine Truppen aussehen und schicken gegen meine, dich. Meine Fraktion hat jetzt gerade das Nachbargebiet da schon erobert und tatsächlich könnte ich das im Krieg vom Kalifen fordern. Ich glaube, das ist etwas sehr riskant, oder? Was sagst du? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Du, was du nicht lassen kannst. Ich tue, was ich nicht lassen kann. Wenn wir die Clairvoyant kriegen, wir. Achso, na. Wir haben ein Claim auch. Und zwar auf. Das ist Jebal.
Hermann schauen. Das ist da. Ach, weh. Ich weiß nicht, ob du das herzeigst, aber... Ich sehe alles, was mit dir läuft. Da hätten wir einen Claim drauf. Das könnte man quasi gratis fordern im Krieg, aber ich will das eigentlich gar nicht. Das ist so weit weg von meinem Rest. Na okay, ich lasse das einmal. Ich schau mal, wie das wieder Krieg weiterläuft. Entschuldigung, ich ersticke gerade. Wir können weitermachen. Verdammt, ich sollte mir vielleicht was zum Trinken holen. Achso, ich habe was zum Trinken da. Jawohl, Ägypten hat sich weiter ausgebreitet. Voll nach Libyen. So, ich habe wieder eine Trickfrau. Ja, das mit Ägypten kriege ich ja Gott sei Dank nicht mehr mit. Ah ja, genau. Ja, wirklich, ich sehe es gerade. Ich schaue mal gerade die Karte an. Arg. Mein Prestige ist fast bei 800. Ich glaube, ich werde meine Ambitionen sogar noch erfüllen. Dein Prestige ist schon bei 800? Bist du irre? Ja, das kommt davon, wenn man nicht rebelliert gegen seinen Kalifen. Mein Prestige ist auch schon auf 400 circa. Ich rebelliere ja nicht. Du sagst das so vorwurfsvoll. Wir sind einfach nur, we mind our business. Wir tun gar nichts. Im schlimmsten Fall nutzen wir aus, dass der Kalif einfach ein Wappler ist und erobern alles. Aber er scheint auch nicht wirklich was dagegen zu tun, dass wir da rumstehen. Ich glaube, dass er den Kampf da oben gewonnen hat, liegt nur daran, dass er mit seinen Truppen einfach durchgezogen ist. Ich glaube, dem ist der Krieg da im Osten wichtiger als das, was wir hier haben. Jedenfalls könnte diese Rebellion noch eine Weile dauern. Ja, wahrscheinlich schon. Kaspar Town has been built in... Ah, sehr gut. Das heißt, mein Einkommen wird jetzt etwas besser werden, hoffe ich. Hast du jetzt Kaspar Town 2? Ja. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Texan Campus 5. Ja, ich schaue einfach. Ah, da sind jetzt 4100 Typen. Ich fürchte, wir sind im Untergang geweiht, Freunde. Wir sind mehr Leute. Ich gehe jetzt auf eine Hatsch. Auf geht's. Ab nach Mekka. Ich gehe durch das Kriegsgebiet durch. Tu das. Wird schon nicht so schlimm sein. Da gerade 4100 Leute auf die 4900 von uns zu. Und mit started uns to prepare yourself for going on a pilgrimage to Mecca. Das ist egal, wenn man kriegt. Soon you will humble yourself and travel in a group with others to fulfill one of the five pillars of Islam. Auf geht's. Oh, ja, das ist ein bisschen schlafen. I'm preparing myself for my travel to Mecca, and I have understood that there are members of my court that have not yet gone on a pilgrimage to Mecca. As Sheikh, it is my duty to be charitable to my people, and I will bring one of them with me. It will make travel more enjoyable, dann nehme ich Ignatius mit. Ha, Ignatius, das ist der christliche, nein, er ist nicht Christ, das ist... Das wäre irgendwie doof, wenn ein Christ das machen würde. Nein, er ist, ich kann den neuen Buch mitnehmen. Das ist irgendwie schlecht, dass er das regieren muss. Nein, der bleibt zu Hause, der soll regieren. Mhm. Der willst du kosten. Naja, obwohl, ich kann ausprobieren, wie er dann einfach was passiert.
Ja, ich nehme ihn mit. Eine sehr riskante Taktik eigentlich. Einfach ein paar Neugier. Wer ist der Ersatzagent? Nach Mekka. I'm now fully prepared for my travel to Mecca. There will be a regent ruling over me while I am away. Onward to Mecca. Na, jetzt bin ich gespannt, wer dieser Regent wird. Mein Regent ist nicht schnell. Ich frage mich. Ich habe dich jetzt leider nicht gehört. Aber ich Okay, schaue pass mir auf. einfach an, wer dein Regent ist derzeit. Kann ich das sehen? Peace be with you. I have been appointed at your region, sagt mir Ignatius der 35. So. Nicht Worauf schlecht. eine meiner Frauen sagt, jetzt dann erst hier hast du Mercia Legendary. Have been appointed as your regent. Okay, also gut. Der Meine Frau als Frau Regent. ist Regent. Ja, das Spiel hat scheinbar festgestellt, dass es schlecht ist, wenn der Regent mitgeht auf die Ich Hatsch. sehe You're gerade fortunate to eines encounter a der. large guarded caravan heading in the same direction as you. After joining with them, you encounter several bandit groups as you journey forward, but they all scatter at the sight of the caravan, preferring instead to prey on smaller bands of pilgrims. Cowardly Scum. 10 Prestige. Und wir schalten wieder zu. Ich sag das nur ungern, aber dein Regent, deine Frau hat einen Sohn, der von dem Anführer meiner Rebellion gefangen gesetzt wurde. Das ist interessant. Ja, den hat sie eben mitgebracht. Ja. Das ist weiß ich. Au, 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 au. Ich glaube, mein Anführer kriegt gerade eine auf den Deckel. Am festen. Oh nein! Ich pausiere. Wieso? Sobald du soweit bist, gibt es Neuigkeiten von meiner Hutch. Ja, mach gleich. Nearby, you see how a group of bandits have encircled a group of fellow pilgrims. It is very likely they will rob and kill them. Entweder there's nothing we can do, dann verlieren wir 20 Pietät, oder attempt to rescue them. Da gibt es zwar Pietät, aber es könnte schlecht ausgehen. Natürlich werden wir die rescuen. Was soll's? Feste Druck. Und, was passiert? Scheinbar erfolgt. Vielleicht kommt es gleich. Okay. Ja. Also wie schon gesagt, die Truppen von unserem Ah, eine Schlacht Anführer. läuft. Die Schlacht läuft. Ja, Ihr ja. verliert. Ja, Hä? wir Eure verlieren auch Rebellion. hoch. Eure Rebellion Ich würde scheitert. sagen, die Rebellion wird jetzt ein ziemlich niedergedögelt. Ja, ich habe dem Kalifen sowieso schon immer gesagt, dass ich auf seiner Seite bin. As you stop for camp one evening, you notice that an old man in poor clothing has made camp at the same place. The man offers to tell you a hadith he has, if you can spare him some bread. Na, ich glaube, Ah, Brot das geht ist sich gerade noch aus. warte, es kommt schon wieder zu den Messages. Das ist ja Wahnsinn. Okay, the old man says that Abu Huraira reported that the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, beware of envy. Envy devours good actions as fire devours wood. Alhamdulillah, wie auch immer, Pietät gewonnen. As you arrive in Mecca, you change from your traveling clothes and dress in the white ihram clothing. This cloth is intended to make everyone appear the same. As in the eyes of Allah, there is no difference between a Sheikh and a Prophet. I'm humbled und noch mehr Pietät. Und dann performe ich Voodoo, das hatte mein Vater schon. Da gibt es Impurity in the Water und noch mehr Pietät. Ja, okay. Also mir passieren pietätsvolle Dinge in Mekka. Das auf dem Weg nach Mekka. Bist du schon in Mekka Nein, ich überhaupt? bin schon in Mekka. Du bist schon in Mekka, okay. Jetzt bin Ah ich bei ja, der Kaaba, stimmt. aber ich könnte kurz was. Ich performe den Tawaf. Ich kann jetzt 7 Kreise ziehen und bei jedem von denen rufen. Dann werde ich vielleicht stolz. Ambitious. Oder ich tue nur die ersten 3 Male rufen, dann werde ich vielleicht humble. Das ist natürlich. Nein, Stolz gibt mir nämlich Prestige, das brauche ich jetzt. Aber mal schauen, ob ich stolz werde.
stolz gewesen. Ha! Ja, ich mache weiter Dinge in Mecker, die wir Bibliothek bringen übrigens. Die Kasper ist fertig. Sehr gut. Warte mal, Noch du hast eine Kasper-Stadt oder Nein, eine Kasper-Stadt Kasper? habe ich schon längst. Kasper jetzt auch auf 2. Erhöht meine Levy-Size ordentlich. Das habe ich schon wirklich viel getan. Nein, wirklich viele, aber doch. Das lässt sich schon Krieg führen, das ist wirklich so. Nicht schlecht, woher nimmst du das Geld? Okay. Ich schalte wieder um. Und pausiere. A group of bandits have forced our party to make a stand. We are outnumbered, but with the joy in our heart from our pilgrimage, we have a chance to defeat them. So, these infidels will shatter. Prestige und vielleicht verwundet oder weglaufen. Da werde ich zu 100% craven. Nein, ich kämpfe. Ich kämpfe. These infidels will shatter. Ja, ich bin nicht verwundet. Ja. Ich bin am Rückweg. Du bist am Rückweg? Oh. Und ich bin ganz müde. Banafshe, was? Is now of legal age. He becomes a scholarly. Ah! Oh. Ich habe einen. Wow! Wer ist das? Das ist meine Tochter, oder? Ja. Scholarly Theologian ist das Zweitbeste, was es gibt in der Kategorie. Aber sie ist aber insgesamt jetzt nicht die beste. Cruel. Nein. Die hat der linke und der rechte Faust bei ihren Trades. Ja. Sie ist rough außerdem. Na gut. Aber mal schauen, ob wir sie. Schau, dass du sie schnell wegverheiratest. Soll der Ehemann mitbekommen haben. Gut, darf ich das pausieren und während der Pause. Ich hab's gerade pausiert. Oh, das klingt, danke. So, wir searchen das Realm mit welchen neuen Dimensionen möglicherweise. Kann ich da nur Männer suchen? Aha. Ich hätte gerne Männer, die mir irgendeinen Vorteil bringen. Was hast du vor? Eine homosexuelle Ehe? Nein, für meine Tochter. Wenn ich die richtig verheirate. Du meinst Saji? Saj wahrscheinlich. Ich überlege gerade. Es ist schade, dass niemand, der Arabisch spricht, uns zuhört und sich ständig an den Kopf greift, wenn wir da Sachen aussprechen. Nein, das ist schlecht. Was ist mit denen da? Habt ihr irgendeinen? Einen Sohn Yusuf ibn Mohammed. Na, der schaut doch schon ganz gut aus. Du hast doch schon eine Frau. Hast du noch einen? Nein, offensichtlich nicht. Du bist Tribal, du kannst nur eine Frau haben. Super. Grrr. Kinder. Ah, du gehörst den. Ah, du hast einen Sohn. Was? So kann ich meine Tochter nicht anbieten. Es, wenn du einen Cursor drüber bleibst, sagt er dir normalerweise, woran es liegt. Nein, das Problem ist, ich kann niemanden auswählen, um für ihn eine Marriage zu arrangen. Weil du nicht eine Marriage machen willst, sondern eine Verlobung. Deswegen. Ich will keine Verlobung machen. Die ist 16, die kann heiraten.
Die 16, nicht 14? Ja, die ist wirklich 16. Ja. Vielleicht ist er verheiratet, vielleicht ist er falsche Religion. Nein, weder noch. Naja, vielleicht liegt es auch daran, dass wir Krieg mit ihm führen. Das könnte tatsächlich sein, ja. Übrigens, kurze Zwischenmeldung, ich bin von meiner Hard zurück. Ist nicht so wichtig wie deine Probleme, aber doch. Was ist mit dir? Hey, du hast gar keine Frau. Du willst Doch. heiraten. Nicht Nein. du. Nein, ich habe gerade irgendeinen Typen gefunden, der heiraten möchte. Perfekt. Mit dem könnte ich sogar ein Bündnis noch eingehen. Ausgezeichnet. Emir Al-Mansur, der Zweite of Philistin. 17 ist er gerade mal geworden. Gut, wir können weitermachen. Du das? Verdammt, jetzt habe ich einiges zu tun. Meine ganzen Töchter werden jetzt 16 werden langsam. Jetzt werde ich die ganze Zeit irgendjemanden verheiraten müssen. Vielleicht sollte ich jetzt schon nebenbei anfangen, die zu verloben. Bist du schon verlobt? Yay. My little daughter Asa always has her nose in the Quran and spends all her time among the imams. Such a bright little child. She gets zealous. Ich glaube, Oder? es heißt Habe ich überhaupt Sellers. Zealous? Seal, Seal oder Zealous? Sellers. Ich weiß nicht. Das schaue ich jetzt nach. Shit. Na, na wurscht. I will not raise a sea load. Warte mal, Zealous ist plus 2 Marshall. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Monthly Piety bringt's auch. Der einzige Nachteil ist, Other Faith Opinion ist minus 25, aber das kann man ja eigentlich wurscht Also es sein. heißt Sellers, das Wort und Ziel ist das Substantiv. Interessant. Englisch ist eine komische Sprache. Ach, geht pfeift drauf. Fanatiker ist gut. Fanatiker in der Familie haben den einen oder anderen. Das macht die Familientreffen ein bisschen interessanter. Genau. Ah, das ist super, mein Faction Leader wird belagert vom Kalifen, nicht ich. Ganz kurzer Einwand nur, ist wahrscheinlich schon für die nächste Session relevant. Ja. Eure Rebellion wird scheitern in Kürze. Ja, ich weiß. In Ich dem Moment, weiß. wo der Krieg beendet ist, ist dein Emir sehr geschwächt. Also wenn du irgendetwas militärisch vorhast, solltest du diesen Zeitpunkt beenden. Ich überlege gerade, ob ich ihm so. Ich kann ihm sogar den Krieg erklären. Weil ich kann nur die. Ah, ich kann nur die. Moschee von ihm verlangen, die ich meinem Sohn übergeben habe. Das ist sehr ärgerlich. Das ist ein politischer Sauhaufen da unten. Was meinst du? Politischer Sauhaufen ist das, ne? Kann ich das so irgendwie claimen? Ja, ich werde für heute, würde ich meine Aufnahme beenden. Können wir Nein. Pause? Achso, du bist noch bis zum Erst am Ende des 1. Jänner. Jahres. Na, okay. Genau. Gut. Ich habe es nämlich schon mir auch schon überlegt, weil ich bei dir ja auch die Zeit sehe. Ja. Und der 1. Jänner 87 ist, glaube ich, ein guter Und Zeitpunkt. ich würde dann vorschlagen, dass wir dann noch kurz im Spiel bleiben, weil ich würde mir das gerne anschauen, bis zum nächsten Mal, wie ich das machen könnte. Stillborn little child, aber nicht. Wer ist das? Einer meiner Untertanen. Für Okay. dich nicht von Belang. So sehe ich das. Okay, na gut, Ja. damit beenden wir wohl den heutigen Stream. Für heute beenden wir das, genau. Ja, Ich wünsche und wir euch noch schauen, wie es viel nächste Woche Spaß. weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.